Heli! Ja. Der kommt genau aus der Richtung, ne? Oh ja. Das, der kommt von dem Berg. Warte, warte, warte. Ich glaube, der landet hier. Der landet hier, Perry. Er landet hier, Perry. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, warte, warte noch. Warte noch, warte noch. Alter, Perry, ist es denn ernst? Warte noch, warte noch. Warte noch. Seh den nicht mal. Ah doch, der landet da echt. Oh mein Gott. Sobald der Motor ausmacht, wir erschießen ihn gleich. Warte noch. Er will, ja, er will trinken, wenn er trinken geht. Wenn er trinken geht. Warte, vielleicht hat er hier einen Stash. Vielleicht hat er hier einen Stash. Er hat einen Stash. Töten? Warte noch, nee, warte noch, warte. Nee, der füllt. Macht irgendwas. Töten, töten. Ist umgefallen. Startet der Heli? Nein. Guck auf den Heli, guck auf den Heli. Nicht, dass da noch einer. Der hat ein Lagerfeuer gemacht. Oh mein Gott! Alter, was war das denn für ein Glück? Alter, ich glaube, der war alleine. Ich glaube, der war alleine. Ich glaube auch. Er hat ein Lagerfeuer gemacht. Oh. Ja, er hat hier ein Lagerfeuer gemacht. Er ist tot. Kira hieß der oder die Spielerin. Eine Granate hatte der sogar. Wipes, perfekt. Oh mein Gott. Er hat zwei Hunting Knives, alles Mögliche dabei. Rangefinder, okay, pass auf. Zwei Kavis, Beefsteak, der hat alles dabei, Perry. Ich snack mal eben. Vor allem, der hat einen Ghillie, der ist richtig super gegiert. Pass auf, Perry. Komm mal hin, loote den dann mal. Ich schau mir schnell den Ghillie an. Hey, die sieht leer aus, oder habe ich eben schon gesehen. Dann lass uns hier ganz schnell kochen, essen. Ich guck mal eben als Pilot. Komplett voll repariert. 5 Jerrycans, Duct Tape, Bandagen, Raw Beef, Wipes wieder. Wooden Splint. Das ist so ein. Geil, du, wenn du Holz und Tape hast, kannst du das als Morphin benutzen. Zwei Toolboxen. Oh mein Gott, Perry. Wir haben gesehen, wo der herkam. Er kam aus der. Oh, Perry, Mann. Das, ich fass das nicht. Ich muss mal eben vollfüttern. Und das Wasser und das Essen kochen. Ja, ja, genau. Essen, kochen, trinken, alles. Scheiße Worte. Empty. So. Ich hab hier eine Dose gegessen, damit wir. Dose gegessen. Oh, ich habe 4 Wasserflaschen mit, sehe ich gerade. Wir suchen gleich sein Lager. Das wird noch lustiger, wenn wir sein Lager finden. Drink water. Okay, ich bin voll. Perfekt. Das bedeutet. So, 4 Wasserflaschen habe ich. 5 insgesamt. Wir wollten, wir sind hier hingegangen, wir haben hier in der Nähe einen Zeltplatz uns machen wollen. Haben es leider verkackt. Also wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Unser Zelt ist zu weit in den Baum reingebaut worden. Und da wir Durst hatten, kannte ich dieses Wasserversteck, sage ich mal hier. Wollten das looten gehen. Was heißt looten? Wir wollten eigentlich dasselbe machen, was er gemacht hat. Essen, trinken, auffüllen. Dann weiter düsen. Nimm die ganzen Werkzeuge auch noch mit. Ja, ja, ich muss eben meinen Rucksack leer machen im Heli. Okay. Und dann nehme ich alles mit. Oh mein Gott. Das ist so ein Glück, muss man erstmal haben. Das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag und Lottogewinn auf einmal. Robbie. Sepsis-Bandagen nehme ich mal mit. Ich weiß leider nicht, was Sepsis-Bandagen können. Damit kannst du Sepsis heilen und Blutung, glaube ich, auch normale. Sepsis normale. Und? Das kriegst du auch manchmal, wenn du von Zombies gestangen wirst. Das ist, okay. Ich weiß nicht mehr. Okay, muss ich mal drauf aufpassen. Wie viel? Was der Begriff bedeutet, aber ich weiß, das heilt. Okay. Wie viel Fleisch hast du?
Ordentlich viel. Okay. Ich habe auch noch 3 Fleisch. Ich esse mich dann mal voll, wenn wir genug haben. Nur im Heli ist nicht mehr allzu viel Platz. Jo, ja. Items. Wir fliegen jetzt gleich eh los. Standard können wir auch noch die Waffe mitnehmen. Ne, die Waffe habe ich schon. Okay. Ich guck noch, ob der was hat, sonst heile ich den. Die Machete hat, aber brauchen wir eigentlich. Wir brauchen keine Nahkampfwaffe. Oder willst du die mitnehmen? Ich nehme die mit. Okay. G17 mal. Oh, der hat eine G17, dann nehme ich die G17. Den kennen nehme ich auch. Waterbottle, okay, kacke, ich habe die nicht gekocht. Ich habe fast einen Fehler gemacht, ich habe die noch nicht gekocht. Hätte nämlich etwas gefehlt. So. Der war schon öfters hier, das Feuer, das lag hier. Das lag hier, ne? Der hat nicht das Feuer aufgebaut, der hat das nur angezündet. Ja. Der ist jetzt leer. Also zumindest das Wichtigste. Okay, dann heile den. Guck nochmal den Namen. Achso, Kira war das. Ja, Kira. Vielen Dank, Kira. Oh, das wird. Dein Heli wird uns sehr dienen. Junge, sogar auf beiden Seiten Munition, ne? 100 Schuss. Okay, dann bleib du da sitzen. Alles klar, ich sitze. Ey, das ist so krass, Mann. Wir hätten Feuer ausmachen sollen, egal. Ja, es geht gleich schon selber aus. Oh, Mucka, wir haben Heli! Oh, sogar die Yui! Das heißt, wir benutzen einfach diese Folge, um. Der ist sogar ohne Auto-Hover gelandet. Ich nutze im Audio. Ohrenstöpsel rein tun. So, wir benutzen die Folge. So, warte, der ist von da gekommen, um einfach ein paar Zelte zu finden. Eigentlich mache ich sowas immer in Livestreams, Leute. Ab 18 Uhr jeden Samstag. Da spielen wir immer DayZ im Livestream auf twitch.tv/mukayo. Haben wir letztes Mal mit ein paar Abonnenten, Subscribern, Zuschauern zusammen gesucht. Und jetzt machen wir das einfach mal im Video. Gucken wir, ob wir was finden. Und mit dem Heli kann man das richtig gut. Und wenn man ein Geschenk bekommt, so wie jetzt, das ist ja noch besser. Ja, man fast voll getankt so, wir können die ganze Map abfliegen. Wir müssen den gucken, wo wir den Lager nachher, ne? Wir brauchen Lagerplatz dafür. Ja. Gibt's hier irgendeinen Turm, wo man nicht drauf kann? Nee. Ja, selbst wenn, dann holen die uns runter und dann stehen wir da oben, ist auch scheiße. Der Heli wird wahrscheinlich weg sein beim Auslungen, aber wir werden das so machen, dass wir uns irgendwo anders. Also wir werden das Gear woanders platzieren, bevor wir uns auslungen. Der Heli wird wahrscheinlich leer sein, weil der das. Außer ihr fliegt nachher nochmal mit der Community. Bisschen durch die Gegend. Das geht auch. Die Straße ist neu, oder? Ne, warte. Ne, die ist nicht neu. Ja, das ist die Straße, die ich nach genau, genau, genau. Bin. Ich zeig dir mal jetzt, wo damals immer die großen Basen waren. Das ist nämlich diese Nordstraße. Und hier rechts hast du diesen großen Berg. Hier oben waren so oft. Warte, Moment, ich flieg sogar. Genau, oh, ich darf nicht abstürzen. Ich bin gerade mega aufgeregt, weil wir hier. So, das ist richtig krass. Ja, das, unser Glück ist einfach mal wieder. So genau. Warum kannst du nicht so viel Glück beim Case open haben? Das ist echt so, ne? Hier unter uns waren immer damals Zeltlager. Was ist denn da unten? Aber ich sehe nichts. Also Zelte sieht man vom Helikopter sehr schnell. Noch schneller siehst du die Autos. Wir suchen sogar mehr die Autos als die Zelte, muss ich sagen. Aber der ist extrem schnell gelandet, auch ohne Autohover. Das sind, die hier spielen echt gute Spiele. Ist aber auch kein Wunder, denn die spielen ja die DayZ-Mod, nicht Origins. Also die spielen DayZ-Mod Vanilla. Jetzt stell mal vor, wir würden zu Fuß hier rumlaufen. Du siehst ja gar nichts. Und die Bäume, die blockieren noch die Sicht. Ja, es ist schon so ein Heli schon eine Erleichterung. Vor allem dadurch, dass ich auf Low-Grafik spiele, ich sehe halt, also wenn da irgendwo ein Zelt ist, ich sehe das instant. Okay, ich sehe das nicht so schnell, aber das ist ja allgemein bei DayZ ist es so.
ab, ich glaube, 100 Metern verschwindet das ganze Gras. Das heißt also, man kann auf Distanz besser scouten als vom Nahen. So. Hier, diese Kuhle, das ist so ein Baumweg. Da sind immer eigentlich, hier sind immer Autos gewesen damals. Das war somit das Hauptversteck von 90% der Leute des Servers. Aber ich sehe hier gerade nichts. Ja, wo sind die ganzen Autos von dem Server? Ja, okay, der Sivanilla hat ja natürlich auch nicht so viele Autos wie jetzt Beispiel des Epoch zum Vergleich, weil bei Epoch kann sich das ja jeder Depp kaufen. Hier muss man die wirklich repairen und hier gibt es auch, ich glaube, wie viel? 20 Autos pro Server? Vielleicht boah, 30? Keine Ahnung, ich weiß es nicht so. Da ist schon der Maprand. Ich fliege Pi mal Daumen, weil ich möchte nicht unbedingt, ich möchte ehrlich gesagt nicht unbedingt das Navi einblenden. Hat den folgenden Grund, falls wir etwas finden, dann werdet ihr natürlich hingehen und die ganzen Lager leer räumen. Das möchte man nicht. Das wäre unfair. Das wäre unfair gegenüber den Spielern, die das Lager haben. Und unfair gegenüber uns, weil wir die Lager haben möchten. Weißt du, wir sind im letzten Livestream, also für euch wahrscheinlich im vorletzten Livestream, sind wir samstags im Stream rumgelaufen. Wir haben zu Fuß, wir sind quer durch Wälder gelaufen und wir haben Zelte und wir haben diese Erdlöcher gefunden. Ich glaube, ihr kennt die Erdlöcher noch gar nicht, die haben wir nämlich noch gar nicht vorgestellt. Werden wir vorstellen, sobald wir eins finden, aber wir haben da Erdlöcher und Zelte gefunden und alles mögliche. Und jetzt haben wir einen Helikopter und wir sehen einfach nichts. Es kann doch nicht sein, dass hier oben keiner gebaut hat. Oh, links von uns ist was. Oh, da ist ein Humvee. Unter uns ist einiges. Guck mal links. Links von uns, da ist auch noch was. Ja, stimmt. Okay, dann werden wir hier erstmal runtergehen. Siehst du noch was außer den Humvee? Nee, nur das links und den Humvee. Ja, dann pass auf. Dann würde ich sagen, du checkst eben den Humvee aus. Und ich guck, was links war. Moment, du gehst zum Humvee, ne? Da vorne ist ja wohl. Hier ist noch ein Auto. Oder ist das der Humvee? Ja, das ist der Humvee, ne? Okay, dann komme ich hier mit, wenn ich schon hier bin. Hier muss man eben noch Erdlöchern suchen. In diesen Ölfeldern. Ich sag's immer im Stream hier. Der sieht auf jeden Fall voll. Jo, der hat eine CZ und alles. Camping-Tent. Heiliges Buch. Transfusion Kit, nehme ich eins mit. Ja, nehme ich auch eins mit. Okay. Oder willst du den ganzen Humvee mitnehmen? Ja, der fährt ja, ne? Also, den können wir mitnehmen. Alle Reifen, so. Und das andere war ein UAZ. Pass auf, dann fahr schon mal. Humvee hat, glaube ich, sogar ein GPS, oder? Test mal. Ja. Humvee hat GPS, perfekt. Dann können wir das gleich so machen. Ich lenke dich. Warte, hier ist noch ein UAZ. Okay, den haben die Reifen kaputt geschossen, dass man ihn nicht klauen kann. Der hat aber auch AK, Baseballschläger, CZ, 8 AK-Magazin, Standard, wieder ein Campingzelt. Nimm mit, können wir aufstellen. Wo bist denn du? Du kannst das hier bei rein. Bei dem anderen. Wir packen alles in den Humvee rein. Hier, links von dir, links. Hinter dir. Okay, warte. Ich gucke hier, ob noch Zelte sind. Die benutzen die Autos als Zelte, sehe ich gerade. Weil dann nehmen wir den Humvee und damit fahren wir jetzt ein bisschen. Wir packen alles in den Humvee rein. Du fährst auf den Boden, ich lenke dich aus der Luft. Hier ist er. Und dann pack schon mal alles um. Und auch mal gucken. Ich packe dir zum Beispiel ein paar Wasserflaschen da rein. Passt ja ordentlich was rein. So, Satchel Charge. Muss mit den Tools aufpassen, weil jedes Tool zählt ja als Waffen. Und ich fliege in der Zeit schon mal los und guck, ob wir hier noch was haben. So haben wir das auch damals gemacht. So. Wir sind mit einem Helikopter losgeflogen mit 4 Mann und dann kam man mit 4 Autos oder so wieder. Hat nämlich der iBase immer. Der iBase, ich weiß nicht, ob der immer noch die Videos schaut, aber der ist ab und zu mal im Stream dabei. Und der kennt das, weil wir haben sein Lager so oft leer geräumt. Der hat nämlich auch so ein, wir haben auf demselben Server gespielt. Wir haben immer einen Helikopter gesucht, den zusammengebaut. Und irgendwann hatten wir alle Helikopter. Das heißt, bedeutet, wenn du alle Helikopter hast, beziehungsweise alle Flugmittel, dann kann der andere, der kann einfach nicht fliegen. Und der hat einen mega Nachteil, weil er dich nicht so schnell finden kann, wie du ihn.
Oh Gott, ich bin ziemlich nah am Baum gelandet. Fällt mir gerade auf. Mit Autohover sogar. Nein, der Helikopter ist gedutscht. Oh mein Gott, es kann sein, dass ich explodiere, Perry. Es kann sein, dass ich... Ich muss... Ich bin im Baum, ich bin halb im Baum drin, schnell! Oh, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Der Helikopter ist mega nach unten gedutscht. Ich war halb... Ich war... Oh mein Gott. Ich hab schon die ersten Äste kaputt gemacht. Aber das ging dann mal gut. Schauen wir mal. Also hier ist eigentlich so eine Stelle. Hier sind immer Zelte drin gewesen. Die haben wahrscheinlich keine Zelle. Die haben irgendwo Erdlöcher. Aber die zu suchen, wird jetzt zu lange dauern, oder? Während des Streams können wir mal hier abfahren. Ich kenne den Weg hier hin. Die Streams werden wir einfach benutzen, um diese Sachen einfach zu farmen. Ist dann einfach viel cooler. Das bedeutet, für die Leute, die auf YouTube gucken, die sehen immer so die spannenden Sachen. Und im Stream ist ja auch spannend, was man lootet. Also wir werden davon meistens keine Videos machen. Geht leider nicht, aber wir können euch ja erzählen, was wir dann finden oder wo wir finden. Und das passt ja dann auch. Leider hat, also viele sagen, die würden gerne den Stream gucken, aber die haben einfach keine Zeit. Ist halt. Wir haben schon den Stream auf Samstag gelegt, den Daisy-Stream. Aber, ne, jetzt viele, die sagen Familie oder hier oder Arbeit. Und ist natürlich blöd für die Person, aber vielleicht kann man das ja mit Video on Demand oder so einrichten. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nächstes Mal geht's weiter, wie wir eine Base bauen, wie wir einen Kampf haben, wie wir andere Sachen haben. Richtig, richtig geil. Schaut auch bei den Livestreams vorbei, fast täglich ab 18 Uhr auf twitch.tv/muckayo. Hier habt ihr jetzt noch zwei andere Videos. Haut rein, schönes Wochenende. Ciao.